Bionic Commando hatte ich schon länger auf meiner Wunschliste und ist seltsamerweise gar nicht so einfach zu finden. Dabei hat das Spiel einen durchaus guten Leumund und ist nicht umsonst auf so vielen Systemen erschienen. Was macht das Spiel anders und was macht es aus? Was taugt Bionic Commando für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde 1992 von Capcom weltweit veröffentlicht und diese Version von Minaku Engineering entwickelt. Seit 2011 ist das Spiel auch auf der virtuellen Konsole des 3DS erhältlich. Der Titel ist für diverse Plattformmaschinen, unter anderem dem NES und dem C64. Sieht man nur einen Screenshot von dem Spiel, mag man sich denken, hey, das ist einer dieser üblichen Action-Plattformer. Aber sobald ihr in das Spiel einsteigt, ist euch klar, das Ding ist ganz anders. Während der Sprung zwischen Plattformen in dem Genre Standard ist, verzichtet Bionic Commando komplett darauf. Euer Charakter kann nicht springen. Dafür habt ihr jedoch eine andere Geheimwaffe, euren Greifhaken. Dieser setzt euren Arm und mit diesem könnt ihr dann zwischen den Plattformen schwingen. Dafür gibt es im Prinzip dann zwei verschiedene Modi. Schießt ihr ihn geradeaus nach oben, könnt ihr euch hochziehen. Schießt ihr ihn schräg ab, könnt ihr euch über Abgründe schwingen. In eurer anderen Hand steckt natürlich eine klassische Waffe, die verbesserbar ist und mit dem ihr die Gegner in Schach halten könnt. Diese Upgrade und auch andere Gegenstände bekommt ihr durch das Absolvieren der verschiedenen Level. Apropos Level, ihr werdet zu Anfang des Spiels auf eine Weltkarte geworfen und sucht euch dort den nächsten Einsatz aus und kämpft euch dann nach und nach voran. Das geht natürlich jetzt nicht so komplett frei wie bei Mega Man, aber hier und da bieten sich verschiedene Optionen an. Auf der Weltkarte befindet sich zudem ein feindlicher Hubschrauber. Sollte euch dieser erwischen, müsst ihr erst einmal Gegner in einem Mini-Abschnitt erledigen. Die Limitierung bei der Levelauswahl liegt aber eher an den benötigten Gegenständen und nicht, weil ihr die Level nicht auswählen könnt. Im einen Level ist es zum Beispiel komplett dunkel und ihr müsst erst vorher eine Fackel gefunden haben. In den meisten Bereichen müsst ihr eine relativ simple Aufgabe ausführen, den Reaktor am Ende in die Luft jagen. Ganz so einfach ist das natürlich jedoch nicht und ihr müsst hier meistens erst einmal Informationen sammeln. Das tut ihr in den Kommunikationsräumen, die sie jeweils zu entdecken gibt. Hier könnt ihr euch entsprechende Tipps anhören oder euch in die Gespräche eurer Gegner hacken. Auch könnt ihr hier euer Item-Loadout ändern. Neben den klassischen Leveln gibt es auch einige neutrale Gebiete. Hier könnt ihr auch ganz einfach rumlaufen, Items einsammeln und Informationen sammeln, nur solange ihr keine Gewalt zeigt. An Gegnern erwarten euch jetzt keine großen Überraschungen, aber ehrlich gesagt braucht es das auch nicht. Durch die ungewöhnliche Steuerungsart, die auch noch hervorragend umgesetzt wurde, fühlt sich das Spiel auch sehr frisch und einfach gut an. Um euren Fortschritt festzuhalten, gibt es sogar ein Passwortsystem, wobei das in meinen Augen unnötig kompliziert gestaltet wurde. Technisch ist das Spiel grundsätzlich hervorragend gelungen. Grafik passt super und der Sound steht ihm in nichts nach. Ein einziger Kritikpunkt ist vielleicht das Sprite-Flackern, welches leider relativ häufig vorkommt, wenn man etwas mehr auf dem Bildschirm los ist. Was taugt Bionic Commando für den Game Boy also heute noch? Ich mag das Spiel sehr. Gerade durch diese andere Fortbewegungsart kommt hier halt sehr, sehr viel Frische in das Genre hinein. Dazu kommt noch die gute Umsetzung und über die Schwächen kann man damit auch sehr gut hinwegsehen. Klare Empfehlung von mir aus.